Am 20. und 21. Mai steigt in Göppingen das große Handball-Saison-Highlight. Frisch aufrichtet als Titelverteidiger das EHF Cup Final Four in der EWS Arena aus. Wie die Auslosung vor einer Woche ergeben hat, trifft Frisch auf Göppingen im Halbfinale auf den SC Magdeburg. Auf internationalem Parkett ist das Team von Magnus Andersson mit weißer Weste durch die Vorrunde bis ins Final Four marschiert. In der Bundesliga hingegen läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Frisch Auf belegt mit 21 zu 35 Punkten den 12. Tabellenplatz und hat 6 Spieltage vor Schluss nur noch 5 Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Es guckt nicht so viel unten, aber wir brauchen noch ein paar Punkte, denke ich. Und wir brauchen auch vor Final Four gut spielen und etwas Selbstvertrauen tanken. Und brauchen eine gute Leistung. Und das hoffe ich jetzt Mittwoch und Samstag kommt. Frisch Auf will sich also in den beiden kommenden Bundesligaspielen in Form bringen für den Europapokal. Leicht wird das allerdings nicht. Schon das Heimspiel gegen die MT Melsungen am morgigen Mittwochabend wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Auch wenn beim Tabellenachten ähnlich wie bei Göppingen in dieser Saison vor allem der Start nicht nach Wunsch verlaufen ist. Ich finde, Melsungen haben eine richtig gute Mannschaft. Die haben von Anfang an auch ein bisschen Probleme gehabt, was wir hat nicht so gut gespielt. Und ich denke, die haben auch etwas höhere Erwartungen da oben in, als Tabellplatzierung 8 im Moment. Und genau was wir im Moment haben auch. Aber die haben die letzten 4-5 Spiele gut gespielt. Die Gäste kommen mit einer Bilanz von 9:1 Punkten aus den letzten 5 Spielen unter den hohen Staufen, während Göppingen in dieser Zeit nur ein doppelter Punktgewinn gelungen ist. Das letzte Match gegen den THW Kiel macht allerdings trotz der Heimniederlage ein wenig Hoffnung. Schließlich hat sich Frisch Auf beim 27:31 vor allem in der zweiten Halbzeit gegen das Top-Team richtig gut gewehrt. Ich denke, das ist auch für uns, kann etwas von unserem Spiel gegen Kiel, diesen Kampfgeist mitbringen. Und das ist unglaublich wichtig für uns. Die kommt mit viel Kampf, die sind kräftig und spielt richtig mit Physik. So wir mussten unsere Kampfgeister haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein hartes Spiel. Morgen Abend zeigt sich also, wie das Team von Magnus Andersson in den kommenden 1,5 Wochen den Spagat zwischen der DKB Handball-Bundesliga und dem EHF Final Four Turnier vor heimischer Kulisse hinbekommt. Wenn Sie live sehen wollen, wie Frisch Auf Torhüter Primož Prost und seine Kollegen sich gegen Melsungen in Europapokalform bringen, es gibt noch Tickets an der Abendkasse im Sitz- und Stehplatzbereich. Anwurf zum Duell Frisch Auf Göppingen gegen die MT Melsungen ist um 20:15 Uhr in der EWS Arena.